Wir befinden uns hier mitten in der Stadt Selb. Hinter mir befindet sich das Gewässer, von dem wir jetzt wahrscheinlich kaum etwas sehen können, weil es sehr tief im Gelände liegt. Wir haben hier auch sehr beengte Platzverhältnisse. Das bedeutet, wir können nicht so gestalten, wie wir eigentlich gerne würden. Wir müssen hier mit sogenannten Modulen arbeiten. Das heißt, wir bringen hier auf begrenzten Abschnitten von ca. 20 bis 30 Meter Länge Strukturelemente wie Steine ein und Fischunterstände. Wir müssen hier aber im Wesentlichen mit Steinmaterialien arbeiten, weil wir das Gewässer hier nicht so sehr mit Totholz ausstatten können, weil es dann eventuell zu Verklausungen kommt, die dann wiederum den Abfluss beeinträchtigen und zu Hochwasserproblemen führen. Viel mehr Möglichkeiten haben wir natürlich außerhalb der Stadt. Im Auegebiet, dort können wir sämtliche Strukturelemente wie Totholz, großzügige Laufveränderungen und so weiter einbringen.